Gleich geht's los zum Weitschießen. Habe ich noch nie gemacht, ich bin super gespannt. Hier ist mein Equipment, die Sauer 404 mit einem DD Optics Glas. 5- bis 30-fache Vergrößerung. Munition habe ich die 300 Winmag von Gecko. Und Schießbrille, sehr gut bei dem Wetter. Rucksack, hier kommt alles rein. Ich bin gespannt. Jetzt geht's los. Heute Weitschießen. Jetzt sind wir hier erstmal auf der Schießbahn. Wir haben jetzt die verschiedenen Entfernungen. Ich sag mal so, das Weitschießen machen wir jetzt im Prinzip aus Interesse an, sagen wir mal, an dem weiten Schuss generell. Und dass wir mal sehen, was überhaupt so möglich ist. Wie weit kann man schießen, wie weit kann man das ausnutzen. Es geht ja nicht in erster Linie für uns darum, dass wir sehen, wie weit können wir auf ein Tier schießen oder sowas, weil letztendlich sind das ja immer noch Kreaturen und da sollte man ja den nötigen Respekt haben. Ne? Aber ich denke mal, deswegen ist es halt aber auf der anderen Seite auch wichtig, dass man irgendwo, je mehr man schießt, desto besser wird man einfach und je mehr man übt, desto besser ist das. Ne? Und letztlich wirkt sich das dann auch positiv irgendwo auf die Jagd aus. Was wir jetzt machen ist, wir fangen erstmal auf die kurzen Entfernungen an. 100 Meter, ja. Gucken, dass das Ding genau dahin schießt, wo wir hin möchten und arbeiten uns dann, sagen wir mal, in mehr oder weniger 100 Meter Schritten immer weiter ran. Ne? Und letztendlich gucken wir mal, wie weit wir kommen. Also von hier aus, das weiteste darunter sind erstmal 810 Meter. Das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer. Ja. Und dann gucken wir mal, wie wir das zeitlich alles so schaffen. Und wie das funktioniert mit dem Ballistikturm. Ich habe jetzt das dieses 5- bis 30-fach von DD Optics, das Glas. Das erklärst du mir, wie ich korrigiere und so weiter. Da hast du ja richtig, dieses 5 bis 30, ne, das ist eigentlich eine super Sache jetzt genau für diese Sache hier, weil du hast eine relativ große Vergrößerung. Mhm. Das hat einen Ballistikturm. Das heißt, wir können wirklich die Flugbahn berechnen. Das machen wir jetzt mit einem Ballistikprogramm. Und dann geben wir das ins Tiefenrohr ein. Und wenn das alles stimmt, dann sollte die Kugel auch da ankommen, wo wir die hinhaben wollen. Es kann natürlich sein, dass wir hier und da ein bisschen Windabweichung haben, einfach weil der Wind hier nicht konstant ist. Das macht halt, Wind ist ein großer Faktor, der sehr schwer ist. Gerade auf die Entfernung. Ne? Gerade auf die Entfernung, richtig. Eine Abweichung wird der machen? Also auf die kurzen Entfernungen noch nicht viel. Auf 300 Meter kann sich das so, sagen wir mal, zwischen 5 und 8 cm handeln. Ne? Doch. Ne? Und je länger ein Geschoss fliegt, desto länger hat der Wind Zeit. Es ist einfach interessant, es macht Spaß. Das ist der Hauptfaktor. Ich glaube auch so für den jagdpraktischen Nutzen, es gibt Sicherheit. Ne? Es gibt einfach Sicherheit, weil wenn man auf große Entfernung trifft, sollte man, ich sag mal, wenn man konstant auf 300 Meter schießen übt, ne, sind 150 Meter nicht unbedingt mehr das Problem. Ja. Man hat einfach dieses Selbstbewusstsein. Das waren 300? 300 Meter. Hier geschnellt. Achso, also. Ja. Also die ist auch auf 300 jetzt so eingestellt. Ja, super. Das ist feuerfrei. Boah, der sitzt. Ja. Okay, jetzt hat er sie ganz umgewickelt. Der gibt sie mir in MOA, das sind Minutes of Angle, also Winkelminuten auf deinem Zielfernrohr. Siehst du, hier steht, ein Klick ist ein Achtel MOA. Ja. Okay, das heißt, 8 Klicks sind genau ein MOA. Ja? Du hast natürlich hier auch die Zahlen drauf. Ne? Du hast 0 bis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da fangen die gelb. Da ist ein Hase.
Schöner werden wir nicht. Doch, du guckst manchmal so komisch. Ja, ist gut. 810 Meter, mein lieber Scholli, ey.